Wir sind hier zusammen im Namen Gottes, dessen Schönstes das Leben, dessen Stärkstes die Liebe ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir gedenken heute des gewaltsamen Todes Jesu, seiner Hinrichtung am Kreuz. Der Evangelist Johannes fand dafür die folgenden Worte: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dass das geschehen ist, ist schwer zu verstehen, es ist schwer auszuhalten. In diesem Gottesdienst setzen wir uns dem aus. Wir schweigen vor dem Geheimnis des Kreuzes, wir bringen vor Gott, was uns bewegt, in einem Moment der Stille. Am Kreuz der Gekreuzigte, er breitet die Arme aus, spricht: Gib mir deine Angst, gib mir deine Schuld, gib mir deinen Tod. Ich gehe zum Vater und lasse dir meinen Frieden.
Die Kinder, die in den Kindergottesdienst gehen, bitte ich nach vorne zu kommen. Heute ist ein dunkler Tag in unserer Geschichte, weil Jesus gestorben ist. Dafür braucht man auf jeden Fall Licht im Kindergottesdienst. Wer möchte das gerne tragen? Geht mit Gottes Segen. Amen. Lasst uns beten mit Worten des Psalms. Ich bitte euch, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, es du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah, wenn es dir keine Hilfe. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile, mir zu helfen. Lasst uns weiter beten. Weghören, wo ich mich einmischen sollte. Wegblicken, wo ich genau hinschauen sollte. Weggehen, wo ich da sein und helfen sollte, weil ich Angst habe, weil ich keinen Ärger will, weil ich doch selbst mein Päckchen zu tragen habe. Aber jetzt bin ich hier. Höre die Geschichte deines Leidens. Schaue auf dein Kreuz. Bleibe hier und bitte. Kyrie eleison. Sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ehre sei dir, Christe. Wir singen es miteinander. Thank you.
Lasst uns beten. Das Leiden der anderen ist auch dein Leiden, Christus. Die Schreie misshandelter Kinder sind deine Schreie. Die Angst der Kriegsopfer ist deine Angst. Die Schmerzen der Sterbenden sind deine Schmerzen. Das Seufzen der Schöpfung ist dein Seufzen. Das Weinen der Trauernden ist dein Weinen. Die Ohnmacht der Hilflosen ist deine Ohnmacht. Das alles hältst du aus, mit uns und für uns. Du bleibst bei uns, bis alle Tränen abgewischt werden, bis alle Schreie verstummen und alle Angst beruhigt ist, bis alles Seufzen zu Ende ist und alle Schmerzen verschwunden, bis alle es sehen. Du bist ohne Macht mächtig. Amen. Es gibt Dinge im Leben, die wir nicht wieder gut machen können. Nur Gott kann sie wieder zurechtbringen. Der Gottesknecht lässt sich stellvertretend die Sünden aufladen. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja, etwa 600 Jahre vor Christus. Die alttestamentliche Lesung steht bei Jesaja 52,13. Bis 53,12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht wie mehr wie ein Mensch und seine Gestalt, nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte eine Gestalt, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber es ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Da er für die Missetat seines Volks geplagt war,
und man gab ihm seinen Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleich gerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Hier endet die Lesung. Der Apostel Paulus erklärte der Gemeinde in Korinth:
was das gewaltsame zu Tode kommen Jesu Christi am Kreuz bedeutet. Gott versöhnt die Menschen mit sich. Die Epistellesung steht im 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hier endet die Lesung. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten. Manchmal macht es mich zittern. Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Warst du da, als sie ihn ins Grab legten? Viele waren da, erzählt Matthäus. Wie am Ende eines Theaterstücks bringt er bei Jesu Kreuzigung noch einmal alle Akteure zusammen, die Jesu Weg begleitet haben. Freunde und Feinde, Menschen, die ganz nah dran waren und andere, die eher aus der Ferne zugeschaut haben. Aktiv beteiligt die einen und passiv und abwartend die anderen. Politiker und Geistliche und einfaches Volk. Alle versammeln sich unter dem Kreuz, um das Kreuz, manchmal ganz nah und mal fern. Und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Da sind sie, die ihn quälen, Soldaten, Handlanger von denen, die sich die Hände nicht schmutzig machen wollen. Sie haben Jesus ganz klein gemacht, gefoltert und gedemütigt. Jetzt führen sie ihn zur Hinrichtung. Und weil sie zeigen wollen, wie mächtig sie sind, suchen sie sich noch einen Handlanger, einen, den sie zwingen, das Kreuz zu tragen. Ungewollt wird er in die Taten mit hineingezogen. Römische Soldaten sind es hier, aber in das Bild mischen sich die Gesichter von Soldaten aller Zeiten. Manche davon kennen die einen aus eigener Erfahrung, die anderen von Fotos, von Fernsehbildern aus der Ukraine und dem Gazastreifen. Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Pontius Pilatus, der Jesus den Soldaten übergeben hat, ist nicht selber da. Er hat seinen Job erledigt. Von seinem Mitwirken erzählt hier auf Golgatha nur das Schild, das sie über Jesu Kreuz hängen. Seine Straftat gegen ihn hat Paulus darauf schreiben lassen: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Das ist Anklage und Erniedrigung zugleich. Was bildet sich denn dieser Jesus ein? Und was für ein lächerlicher König ist er? Ein König am Kreuz, ein Witz. Auch das Bild von Pilatus vermischt sich mit den Bildern anderer Machthabern aller Zeiten. Zu den ganz Großen und Mächtigen gehört er nicht. Er ist einer aus der zweiten oder dritten Reihe, aber doch mächtig genug, um sich wichtig zu fühlen und wichtig genug, um sich mächtig zu fühlen. Einer, der es am liebsten allen recht machen will, den Vorgesetzten in Rom, die Ruhe wollen in der Provinz Judäa, den jüdischen Politikern und Geistlichen auch und auch dem Volk selber, dass er bei Laune halten muss, wenn es Ruhe geben soll. Und hat er nicht eigentlich die beste Lösung gefunden? Eine schlaue Idee, das Volk entscheiden zu lassen. Barabbas oder Jesus? Das Volk hat selbst entschieden. Er kann also seine Hände in Unschuld waschen, auch wenn ihm dabei nicht ganz wohl ist.
Einen Untersuchungsausschuss hat es damals nicht gegeben. Wenn die Sache erst einmal überstanden ist, dann kommt alles wieder ins normale Alltagsgeschäft und die ganze Aufregung um Jesus ist bald vorbei. Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Natürlich kommen sie, die Neugierigen, die sich kein Spektakel entgehen lassen möchten. Viele von ihnen kennen Jesus, haben ihn gehört, haben ihn gesehen, erlebt. Manche waren eher skeptisch, andere begeistert und einige enttäuscht. Vielleicht waren manche von ihnen noch vor wenigen Tagen dabei, als er in Jerusalem einzog, haben mitgejubelt und Hosianna gerufen, die mutigsten Hoffnungen gehabt. Aber er hat ihre Hoffnungen enttäuscht. Er ist nicht der erwartete Heilsbringer geworden. Und nun haben sie sich abgewendet und einige spotten: Na komm schon, jetzt wäre doch der Zeitpunkt zu zeigen, wer du wirklich bist und was du kannst. Die, die skeptisch waren, die fühlen sich bestätigt. Siehst du, ich hab's da schon immer gewusst. Das konnte nicht gut gehen. Und dann gibt es noch viele, die sich ohnehin nicht groß um diese Dinge gekümmert haben. Was verstehe ich schon von Politik und dem ganzen Kram? Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Sie sind einfach so mitgelaufen. Es war ja auch mal ganz interessant, der ganze Rummel um Jesus. Aber letztlich war es ja so wichtig auch wieder nicht. So viel wird sich in ihrem Leben jetzt auch nicht ändern. Gut, dass ich mich aus diesen Dingen immer rausgehalten habe. Warst du da, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er gefallen hat an ihm. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Die andere Seite der Macht, Politik und Geistlichkeit im unseligen Zusammenspiel. Diese Männerrunde sitzt zufrieden beisammen, sie hat ihr Ziel erreicht. Sie sind ihn los, der da ihre Kreise stören wollte. König von Israel, Gottes Sohn. Doppelte Anmaßung, doppelte Lästerung. Der wollte ihnen Macht und Kompetenz streitig machen. Besser wissen als sie, was Gottes Wille ist. Na bitte, das hat er jetzt davon. Mitleid ist von ihnen nicht zu erwarten. Ihnen geht es um ihre Macht. Sie wollen nicht an ihrem Einfluss verlieren. Und diejenigen, die im existierenden System gut verdienen und auch in Krisenzeiten gewinnen, sehen erst recht keinen Grund, etwas zu verändern. Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Jesus, ein gewöhnlicher Verbrecher unter anderen gewöhnlichen Verbrechern. Auch das haben sich die Machthaber gut überlegt. Alle Anhänger Jesu sollen es sehen. Das passiert mit denen, die sich gegen die Herrschenden stellen. Alle, die die Ruhe und Ordnung stören, hängen am Kreuz. Und die Verbrecher selber? Nein, hier gibt es keine Bekehrung in letzter Minute wie bei Lukas. Nur zusätzlichen Spott gemischt mit Schadenfreude siehst du. Siehst du, du bist nicht besser als wir. Du bist nichts Besseres. Matthäus beschönigt nichts. Das Böse bleibt böse und das Gute bleibt ohnmächtig. Wie wir es auch erleben, in allen hilflosen Versuchen, zunehmende Gewalt zu stoppen. Verwahrlosung gegenüber Kindern, Jugendliche sind gewalttätig gegenüber anderen.
Einheimische sind gegen Fremde oder Fremde gegen Fremde. Warst du da, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesu laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Auch unter den abgebrühten Soldaten gibt es noch den ein oder anderen, der noch etwas Menschlichkeit und Mitgefühl zeigt. Der Todeskampf Jesu wird immer schlimmer, die Angst und Not des Sterbenden immer größer. Da hat einer Mitleid. Er will ihm wenigstens die Lippen befeuchten, einen Schluck zu trinken geben, eine kleine Linderung zuteil werden lassen, ein letzter Dienst der Nächstenliebe. Aber die anderen lassen nicht einmal das zu. Ist doch selber schuld an seinem Schicksal, der Mann. Sie sind ohne Gnade. Mir kommen Szenen in den Kopf von Situationen, wo es diese typischen Mitläufer gibt, die sich nicht trauen, jemand anderem zu helfen, die vielleicht sogar noch als Sensation ihr Handy zücken und die demütigende Szene filmen und ins Netz stellen. Und oft genug gehen Menschen an anderen vorbei, weil sie sich nicht einmischen wollen. Warst du da, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Die Frauen sind die einzigen, die ihm bis zum Ende zur Seite stehen. Die Jünger in ihrer Angst sind längst auseinandergelaufen. Die Frauen sind da, nicht direkt unter dem Kreuz, sondern weiter weg, aber sie sind gekommen. Sie stehen von Ferne, aber sie stehen ihm bei. Sie sind ihm auch hierher gefolgt, wie sie ihm vorher auch gefolgt waren. Aber sie sind zur Ohnmacht verdammt, ohnmächtig und hilflos. So fühlen wir uns, wenn wir Menschen leiden sehen. Schreckensbilder aus den Kriegsgebieten dieser Welt oder nach Naturkatastrophen. Wir stehen von Ferne und sehen zu. Das ist das Schwerste, nichts tun zu können. Nichts mehr tun zu können. Nicht eingreifen dürfen. Nur von Ferne zusehen. Am Krankenbett, bei einem Sterbenden, bei trauernden Menschen, auch wo sich einer selber zugrunde richtet, weil er in einer Sackgasse gelandet ist,
trotzdem da zu bleiben, auszuhalten und nicht wegzulaufen, nicht vor dem Schmerz und nicht vor dem Leiden und nicht vor der eigenen Ohnmacht, das verlangt Mut. Aber vor allem Liebe und Mitgefühl und Barmherzigkeit. Warst du da, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Diese Frage stellt uns dieser Karfreitag, stellt uns Matthäus mit seinem Passionsbericht. Wo finde ich mich unter denen, die sich da am Kreuz versammeln? Dieser Mischung aus Menschen wie du und ich, mit allen Stärken und Schwächen und Fehlern. Wie verhalte ich mich zu diesem Mann am Kreuz? Und Matthäus erzählt uns, wer da am Kreuz hängt. Einer nämlich, der Mitleid hat mit allen, die sich da unter seinem Kreuz zusammenfinden, den Opfern und Tätern, den Mitläufern und Spöttern, den Hilflosen und Ohnmächtigen. Er selber ist ohnmächtig und hilflos. Er bleibt trotzdem da und hält aus. Er läuft nicht weg, er steigt nicht herab vom Kreuz und sagt, jetzt lass aber mal gut sein. Er läuft nicht weg vor dem Schmerz und dem Leiden und nicht vor der eigenen Ohnmacht. Er schreit sie sogar heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er geht seinen Weg zu Ende aus Liebe. Er geht mit jedem von uns seinen Weg zu Ende. Er teilt unsere Schmerzen und unser Leid. Auch unser Leiden an so viel Unheil in der Welt. Er teilt unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht aus Liebe. Diese Liebe lässt uns leben, trotz allem. Amen. Liebe Gemeinde, wir sammeln jetzt das Dankopfer ein für das deutsche Altersheim in Grünkloof. Am Ausgang später sammeln wir für das Winterfeld-Projekt. Thank you.
Gott, wir verdanken dir unser Leben. Wir verdanken dir, dass wir in Gemeinschaft deinem Wort nachfolgen, miteinander leiden und Anteil aneinander nehmen. Wir bitten dich für alles, was heute gespendet wurde für das deutsche Altersheim. Wir preisen dich für deine Güte und singen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, wir erinnern uns, was Jesus am Ende seines Lebens widerfahren ist, wie er zu Tode gekommen ist. Es erinnert an das, was Menschen heute angetan wird: Spott und Hohn, Demütigung, Qual, Folter. Wir bitten dich, bleibe bei uns in den Abgründen unseres Lebens, in Einsamkeit und Verlassenheit und in der Stunde des Todes. Wir denken an die Menschen, die vergeblich auf Hilfe warten, an die, die zu Unrecht im Gefängnis sind und an die, die sich auf gefährliche Fluchtwege begeben, durch die Wüste und über das Mittelmeer. Wir denken an die Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt und im Stich gelassen werden. Wir denken an die Menschen, die sich selber verloren haben. In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt. Wir bitten dich, lass uns nicht gleichgültig und mutlos werden angesichts der Schrecken und des Grauens in der Welt. Lass uns auf dich und deine Liebe vertrauen und das Leiden in der Welt lindern, wie es uns möglich ist. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied zur Melodie von Großer Gott, wir loben dich. Thank you.
Geht in das Dunkel und glaubt. Hört auf die Stimmen und schweigt. Wartet auf Gottes rettende Hand. Blickt in die endlose Leere, bis Christus sich vor euch erhebt. Empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.